Hi YouTube, herzlich willkommen zu einer Weihnachtsreaction. Wir haben jetzt gerade den 23.12. Wahrscheinlich wird es irgendwann in der Weihnachtszeit kommen, deswegen frohe Weihnachten nochmal. Folgt mir gerne auf Twitch, zweiter Link in der Beschreibung. Ansonsten hier abonnieren, liken, kommentieren, die ganzen Leute da oben sind super. Unfassbar cool, ich hoffe ihr auch. Let's go. Alpha hat ein Video gegen mich gemacht. Tag der Abrechnung, der Untergang. Achso, wir reagieren auf Tim Jacken. Der Bre hat hier Probleme mit einem Alpha-Mail. Grüße an der Stelle an den Alpha-Mail. Dank des Tim Jacken. Und nicht an TJ. Alter, mich fertig zu machen. 5 Stunden! Versucht mich argumentativ zu zerlegen und mir erklären, dass ich auf welche Frau nicht zu stehen habe und auf welche nicht. Aber um wen geht's hier heute im Video? Vielleicht erinnert dich noch an diesen Kollegen hier aus meinem Alpha-Mann-Video. Niemand in deinem Freundeskreis wird dich jemals wieder respektieren, wenn die herausfinden, dass deine Freundin früher Dorfmatratze war. Und spielt keine Rolle, ob sie heute geheilt ist. Geheilt. Alter, geheilt ist es. Geil, das will. Das ist so ein falsches Wort. Stress. Und genau dieser Kollege hat jetzt ein Untergangsvideo über mich gemacht. Also nicht nur gegen mich, auch gegen Jonas Ems. Und hat auch Nico erklärt, warum seine Freundin Alexa bald mit ihm Schluss machen wird. Also darauf gehen wir gleich auch noch ein Video ein. Ist wirklich 10 out of 10 dumm. Lauter. Das Ganze, was jetzt folgt, ist einfach nur ein absoluter Fiebertraum. Aber Woche wie spannend war das sogar passiert. Die liebe Desi hat ein Video über toxische Männlichkeit gemacht. Das Video ist übrigens eine klare Empfehlung von mir. Und auf dieses Video hat dann halt eben Mensch mit Wert reagiert. Und weil ich Desi ein bisschen rippen gehen wollte, habe ich dann eben auf seine Reaktion auch reagiert. Junge, 1 Stunde 27. Alter, was ist denn mit diesen Leuten? Okay, ich habe gestern auch ein 1 Stunde 26 Video gemacht, aber das war produziert. Das hier ist, glaube ich, einfach nur Gelaber. Reagiert. Meine Reaction ging übrigens schon 1,5 Stunden und auf diese hat er dann wieder reagiert in Alter. Einer 5-Stunden-Reaktion. Also so viel Scheiße über mich und andere und alles erzählt. Deswegen hol ich Popcorn. Ich hab keins. Ey, Chat. Eins in den Chat und auch auf YouTube gerne eine 1, 2 oder 3 jetzt schreiben in die Kommentare. Eins in den Chat, wenn ihr am liebsten salziges Popcorn esst. 2 in den Chat, wenn ihr am liebsten süßes Popcorn esst. Und 3 in den Chat, wenn ihr am liebsten Schokoladen-Popcorn esst. Bei mir ist es so eine unfassbar dicke 3. Oh, Schokoladenpopcorn, immer wenn Kerb ist oder so. Digga, immer wenn Kerb ist, schon mit Schokoladenpopcorn. Das ist das Tollste aller Zeiten. Null. An. Karamellpopcorn noch nie gegessen. Wird dumm jetzt. Fangen wir erstmal bei dem Punkt an, dass der Typ Frauen, wenn sie in einer Beziehung sind, Instagram verbieten möchte, weil das wäre dann Popcorn, sorry. Wie ein Bordell für andere Männer. Warum möchtest du auf den sozialen Medien sein und dafür sorgen, dass andere Männer dich anschreiben, wenn du in einer Beziehung bist? Denn am Ende, Männer pitchen, Frauen inserieren. So funktioniert die Dating-Strategie von beiden. Die Frau stellt sich vor Schaufenster und inseriert. Und Männer kommen vor. Ey, Chat, wer von euch, wer von den Frauen gerade im Chat ist auch am Inserieren? Ja, es funktioniert ja so. Ihr inseriert euch. Ihr stellt euch ans Schaufenster und ich suche mir dann eine aus. Genauso funktioniert das Ding. Bei und pitchen sich. Ich glaube, er verwechselt das Rotlichtviertel in Amsterdam mit dem Daten, aber nur so nebenbei. Bei ihnen sind Instagram-DMs direkt eine Höhle der Löwe-Pitch. Aber ja, Frauen, die Instagram haben, während sie in einer Beziehung sind, ja, weg mit den Schlampen. Tor einfach offen. Es ist genauso, wenn du sagen würdest, mein Freund geht jeden Tag ins Bordell, aber er guckt nur. Gucken, aber nicht anfassen. Nee. Warte mal, vergleicht er gerade Instagram mit einem Bordell? Oh Gott, Junge. Doch, es ist dasselbe. Nee, ist natürlich kompletter Bullshit, aber ist diese dasselbe. Ach so, ja, okay, alles klar. Unsicher, dass irgendeine Frau ihn verletzen könnte, zieht sich so richtig schön durch alle seine Clips durch. Weil auch im nächsten Clip merkt man irgendwie so, jo, irgendwie hat er was dagegen, wenn Frauen. Aber was ist, wenn Instagram dein Job ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn jetzt zum Beispiel Kylie Jenner in eine Beziehung geht, soll die dann auch ihr Instagram löschen oder ist das dann in Ordnung? Ständig Entscheidungen treffen und selber leben wollen. Ich habe Bock auf einen Kerl, der irgendwie Ansagen macht, wo ich mich anlehnen kann und gleichzeitig bin ich aber auch selber totale Frontfrau und will meinen eigenen Willen durchsetzen. AKA kompliziert, AKA lost, AKA ich bereite gerne Kopfschmerzen, AKA ich gehöre auf die Straße. AKA ich bin so Digga, what the fuck? Von einem Selbstbewusstsein einer Frau verunsichert, dass ich sie als Hure bezeichne. Digga, wie kann man. Wie? Hat er Hure gesagt? Kompliziert, aka. Lost. Junge, was ist das hier? Aka, ich bereite gerne Kopfschmerzen. Aka, ich gehöre auf die Straße.
AK, ich bin... Ach so, gehör auf die Straße. Ich dachte, ich habe an Obdachlos gedacht. Oh. So von einem Selbstbewusstsein einer Frau verunsichert, dass ich sie als Hure bezeichne. Wie kann man... Wie kann man so drauf sein, Alter? Aber auch wie... Ja, Hure weiß ich jetzt nicht, aber... Prostituierte, glaube ich, ist da der richtige Begriff, ne? Bei den anderen selbsternannten Alphas geht es ihm um eine wichtige Sache im Leben. Geld und Sex. Ja, so ist, das ist ja auch, also ohne Geld und Sex ist das Leben wertlos. Weil, wie wir schon im letzten Alpha-Video und von Steffen Oswald gelernt haben, für Männer gibt es natürlich nichts Wichtigeres im Leben, außer Geld und Sex. Die meisten Männer Sexworkerin, genau. Viele Frauen kennenlernen. Das ist ja auch unser Trieb, ne? Unlimitierter Zugang zu Sex. Im Idealfall mit Varietät, ne? Viele verschiedene. Varietät. Er sagt selber, er hat keinen hohen Sex-Drive, was im Endeffekt auch bedeutet, er bringt's nicht im Bett. Geil. Im Endeffekt die Übersetzung. Und das ist ein riesiges Problem. Weil Sex ist der Kleber, der Beziehungen zusammenhält. Die Frau hat etwas sehr Wertvolles, wo du als Mann in erster Linie hin möchtest, nämlich ihre Sexualität. Das ist das Wertvollste, was eine Frau für einen Mann besitzt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wie kann man denn so sexbesessen sein? Digga, hat der in seinem Kopf eigentlich noch was anderes? Also, das ist ja bodenlos. Ja, also, man muss ja nicht bestreiten, dass Sex so wichtig ist in der Beziehung und so. Das ist ja so, aber, Digga, also, eine Frau hat ja noch deutlich wichtigere Sachen zu bieten, genauso wie ein Mann noch deutlich wichtigere Sachen zu bieten hat als das. Der Breadruck, no joke. Ey, lass dir schmecken. Döner, oh. Okay. Das Beste, was einem Mann passieren kann, ist, dass er eine weibliche beste Freundin findet. Die wird dir nicht nur helfen, die wird dir auch... ...dich ab und zu natürlich ranlassen, wie es sich für eine gute Freundin gehört. Oder wieso schenkst du ihr sonst deine kostbare Zeit? Digga, ich bin gerade im Schnitt, fresh mein Döner. Und bin immer noch fasziniert darüber, wie man so viel Scheiße labern kann. Nee, aber keine Ahnung. Ich kann das alles nicht mehr. Aber warum ich Zeit mit einer Frau verbringen sollte, mit der ich nicht bumsen kann, weil... Was soll mir eine... Also, Grüße an der Stelle an zum Beispiel meine beste Freundin, die ich seit... 12 Jahren hab und bei uns ist nicht mehr gelaufen als nur Umarmung. Also körperlich. Also, wie kann ich meine Zeit an die verschwenden? Was bin ich für ein Opfer? Auch bieten können, außer Sex, weil das ist ja das, was ich will. Ich will nur bumsen, sonst habe ich keinen anderen Sinn im Leben. Ach, by the way, zum Thema Frauen und Männer, das ist auch so geil, wollte er mir sehr lange erklären, dass ich keine weiblichen Freunde haben darf. Weil in meiner Reaction bin ich zum Beispiel darauf eingegangen, dass ich seit ungefähr 5 Jahren jetzt mit Annemarie sehr gut befreundet bin. Alter, wie kannst du nur? Ist das scheiße? Du verschwendest deine Lebenszeit, TJ. Also da war nie irgendeines... Du darfst nur noch Business-Freunde haben. Das ist das einzige Wichtige. Eine Spannung oder irgendwas mehr als Freundschaft. Das war einfach, hey, das ist einfach eine Freundin von mir. Aber anstatt es einfach zu akzeptieren und zu sagen, so, yo, ja, ey, cool, dass du da einen weiblichen Freund, eine Freundin gefunden hast, so, ne? Was jetzt auch nichts Spektakuläres ist, hat er mir 30 Minuten lang im Stream versucht zu erklären, dass es ja nicht geht, dass ich mit ihr befreundet bin, weil ich hab einen Schwanz und sie nicht. Und hat dann nochmal ein extra 10 Minuten Video hochgeladen mit dem Titel. Woher weißt du das, TJ, wenn da noch nie was lief? Exposed, der ja morgen Hauptkanal-Video. Widerlegt, Männer und Frauen können befreundet sein. Die Gründe, wieso das nie sein kann. Wo ich mir übrigens auch dachte, jo. Dann habe ich mir die letzten 5 Jahre wahrscheinlich einfach eingebildet. Und sein Argument, warum es übrigens nicht geht, dass wir befreundet sind, ist, dass ich nicht ein Freund von Annemarie sein kann, weil ich mutiere automatisch zu Freundin, wenn wir nicht finden. In einer Männer-Frauen-platonischen Freundschaft. Und du bist ihre Freundin. Daher kommt auch der Spruch, entweder fickst du sie oder du bist ihre Freundin. Und wenn du sie nicht fickst, dann bist du ihre Freundin. Digga, ich kann bei Google 1923 Sprachen übersetzen. Aber Bruder, was Bullshit. Und generell... Herr Labert, Real Talk. Generell, eine Frau kann einem außerhalb von Sex natürlich, wie immer, nichts bieten.
Es gibt keinen Grund, als Mann mit einer Frau befreundet zu sein. Eine Frau kann dir nichts auf einer freundschaftlichen Ebene geben, was dir ein Mann geben kann. Also warum? Was labert dieser Typ für eine Kacke? Ach du Scheiße. Ich fass es nicht. Also ich fass es wirklich nicht. Bei dem Rappelt ab ist aber heftig in der Birne. Also irgendwas ist da wirklich nicht ganz am Platz, sage ich. Warum sollte ein Mann mit einer Frau befreundet sein? Dazu, wie wir alle wissen, können Frauen auch nicht die Wahrheit ertragen. Und deswegen lügen wir Männer die Frauen permanent auch an. Was ist an der Aussage, krank, dass Frauen nicht die Wahrheit vertragen können? Ich verstehe nicht, warum das so Geschlechts... Also wirklich, für mich ist es doch scheißegal, ob ich eine Freundin habe oder einen Freund. Digga, wen juckt das Geschlecht? Ich will einfach coole Leute in meinem Freundeskreis. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist mir doch scheißegal. Wenn die Person einfach cool ist und ich gerne mit der Zeit verbringe, man mit der Jokes machen kann und ernst reden kann, einfach der Vibe stimmt, dann ist es super geil, ja? Ich verstehe nicht, warum ich deswegen zwangsläufig entweder mit der schlafen muss. Also, wisst ihr, ich kann ja auch einfach eine freundschaftliche Anziehung zu einer Person haben und keine sexuelle Anziehung. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel meine beste Freundin, die ist attraktiv, also 9,5 von 10 Typen würden mit der sofort schlafen, wenn es gehen würde, wenn nicht sogar 10 von 10. Also die ist wirklich hübsch. Aber ich würde, selbst wenn ich seit einem Monat in Keuschheit leben würde, nichts mit ihr machen, weil ich sie einfach seit 12 Jahren als sehr gute Freundin kenne, wisst ihr, ich meine? Aber, also ich würde nicht auf die Idee kommen, das zu brechen. Also ich hätte gar keinen Bock darauf. Ich verstehe nicht, wie er das nicht checken kann. Hatten wir schon oft, weil ich gesagt habe, Männer sind... Hi, Gremi, jetzt willkommen zu sein. Ganz kurz, vielleicht ein bisschen off-topic, aber Bruder, falls du wirklich in so einer Welt leben solltest, dann tut mir das wirklich leid. Weil, ey, es muss doch übertrieben stressig sein, von einer Frau, die ganz ehrlich... Ein Monat ist ja nichts, oder auch ohne das. ...sein zu können und sich nur bei Männern wohlzufühlen und sich nur da frei zu fühlen, das klingt sehr stressig. Und für alle anderen, die da irgendwie denken, ja, das ist vielleicht ein Funken Wahrheit dran und sowas, Freunde, das ist nicht die Realität. Man kann zu allen Geschlechtern einfach ganz normal ehrlich sein. Wow, er selbst nach einem... Junge, ein Monat ist eine lange Zeit, unterschätzt es mal nicht. Wow. Aber auch nach einem Jahr. Ein Jahr und ein Monat, ja, dann könnte ich meine Meinung ändern. Spaß. Naja, weiter geht's übrigens damit, dass... Auf der anderen Seite würde ich mit ihr schlafen, wenn ich von einem Geist zur Wahl gestellt werde. Entweder du musst dein Leben lang in Keuschheit leben oder du müsstest mit ihr schlafen. Dann würde ich es machen, aber das ist auch die einzige Möglichkeit. Ich mir erklären möchte, dass ich... Oder der Geist würde sagen, ich töte deine Familie oder musst eben mit dir schlafen. Okay, dann auch, aber sonst nicht. Ich keine Freundin mit Tattoos haben darf, weil, groß... Hab seit 4 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Fiasmo. Weil du nicht willst oder weil du nicht kannst? Red Flag? Das ist genauso, wie wenn mich Frauen anschreiben und sagen, ja, ich habe hier 18.000 Tattoos und ja, aber ich habe keine Probleme. Denke ich mir so, ja, erzählen kannst du viel, wenn der Tag lang ist. Das beurteilen andere dann am Ende des Tages. Ah, lass uns doch so Diagnosen, ob man Probleme hat, ein Trauma hat, psychische, mentale Schäden vielleicht nicht mehr von einem Psychologen feststellen. Hast du Gedanken? Sondern wir setzen unsere Zukunft einfach mit Menschenwert ans Lagerfeuer. Erzählt deine Tattoos und sagt dir dann, was dir fehlt. Aber okay, was mich aber frage, warum sind denn jetzt Tattoos eine Red Flag? Also Chat, kleine Umfrage. Also Mods, ihr müsst keine Umfrage machen, einfach nur so Chat-Umfrage. Folgendes, würdet ihr mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund, immer das andere Geschlecht... Nee, warte, andere Frage, sorry, wird abgebrochen. Lass mich überlegen. Für wie viel Euro, die ihr von einem Dritten bekommt, würdet ihr mit eurem besten Freund oder besten Freundin schlafen? Für wie viel Geld, das ihr bekommt? Der Minimalpreis, ja, für den ihr sagen würdet, okay, dann mache ich. Lasst mich euch aufklären, warum Tattoos 10 Millionen. Eine Red Flag. Never, für kein Geld der Welt, niemals, das ist gelogen. Für kein Geld der Welt ist gelogen, für kein Euro. 1 Million, brauche kein Geld, mache ich eh schon, oh mein Gott. Da muss schon eine Mio springen, niemals. Alle, die niemals schreiben, sind Lügner. Für kostenlos. Junge. 1 Euro.
bei Frauen sind. Okay. 100.000. Guck mal, und wenn du jetzt denkst, 100.000 und dir würde jemand einen Koffer mit 99.000 hinstellen, du würdest es auch machen. Ich brauche kein Money. Toni, aber was ist, wenn du wirklich dir alles aussuchen kannst? 10 Millionen Euro, die braucht jeder. Manche niemals. Otto, niemals gelogen. Stell dir mal vor, die gibt jemand 10 Millionen Euro, dass du mit einer Freundin schläfst, mit der du sagst, jetzt niemals. Der Koffer steht vor euch, steuerfrei. Ihr könnt ihn einfach nehmen, das Geld gehört euch. Ihr habt ausgesorgt, euer Leben lang. Ihr habt für die Generation nach euch ausgesorgt. Junge. Bin gespannt. Ich finde Tattoos zwar mies, ästhetik und schon ein bisschen anziehend bei Frauen. Aber okay, hau raus. Frauen stechen sich immer. Unsere Sexualität sind nicht wirklich kompatibel. Egal, das dauert 20 Minuten, dann ist vorbei. Wisst ihr, ich meine? Immer Tattoos, weil sie eine Bedeutung haben, die auf ein ich fühle mich auch davor richtig wegpechern. Das Erlebnis zurückgeht. Das Tattoo symbolisiert meine depressive Phase. Hier habe ich 5-mal versucht, mich selbst umzubringen. 20 Minuten optimistisch, 20 Minuten Angeber. Junge! Boah. Ich hab mich hingehört. Das Tattoo symbolisiert meine depressive Phase. Hier habe ich 5-mal versucht, mich selbst umzubringen. Boah. Digga, was? 2 Minuten? Das Video wird nicht besser. Vanny, 2 Minuten ist immer noch besser als das, was Otto schafft. Also alles gut. Wenn man schneidet. Alpha-Witwe, Borderlinerin, toxischer Ex-Freund, Junge, bei Tattoos, wie wenn sie mit einem Plakat rumläuft und sagt, hey, ich bin ein Problemfall. Süchtig nach Tattoos ist immer Sucht nach Selbstverstümmelung. Digga, was ist das denn? Was? Sucht nach Tattoos ist Sucht nach Selbstverstümmelung? Alter. Ich ritze mich nicht mehr, aber dafür lasse ich immer die Nadel in mich reinhämmern, die ganze Zeit. Ja, jeder Tätowierter hat sich vorher geritzt. Genau so ist es. Genau so ist es. Ich hasse meine... Lass mir meine Tattoos jetzt weglasern, Nepolisa, dann wirst du ja, also dann meint er, dann bist du ja noch mehr so, weißt du, weil dann willst du dich ja nur noch mehr verletzen. Körper. Stress. Okay, top, dann lass uns ein kleines Ratspiel in den Kommentaren machen. Für welches Traumata steht diese Zwiebel hier? Oder dieses High-Five hier? Ey, diese Frau hier hat Walter gefunden. heftiges Trauma. Ah, bei ihr wohl wahrscheinlich die Mutter von... Ja, das Bild ist nice. Das Tattoo ist auch ganz cool. Frosch. Spaß. Mit einem LMG erschossen. Das ist schon deep und Red Flag und so, ne? Aber okay. Ich, dem Januar ins Tattoo geht, absagen den Termin. Gehen wir mal weiter, weil... Er erklärt netterweise noch weiter, ja, ist welche der? Ich mögen darf und welche nicht. Ja Mensch mit Wert oder so. Wir haben einfach mal ein Video schon gelernt, dass wir alle Frauen wollen, die eigentlich keine Erfahrung gemacht haben. Männer wollen bei Frauen hauptsächlich eines, und zwar Reinheit. Wir wollen Frauen, die unberührt sind, die alles neu mit uns erleben. Ich will unberührte Jungfrauen, alles andere ist respektlos. Ja, wenn eine Frau... mit mir daten will und ich die Frage, bist du noch Jungfrau? Und sie sagt, nein, ich hatte vor 4 Jahren meinen ersten Freund und mit dem hatte ich 2-mal geschlafen. Dann sage ich, nein, du bist schon benutzt. Geh mir aus den Augen. Ich dir das erklären. Wir wollen, dass wir sie beeindrucken, ihnen was beibringen können. Das heißt, wir wollen auch diese Glücksmomente erleben, wenn die Frau etwas mehr oder weniger zum ersten Mal mit uns... Es ist doch so gut, wenn beide Erfahrung haben. Es ist scheißegal, ob irgendwer Erfahrung hat. Junge, es kommt ja auf die Menschen drauf an. Also ob beide Erfahrung haben, ob nur eine Erfahrung hat, ob keine Erfahrung hat. Scheißegal, Digga. Man soll machen, was man will. Also es ist ja wirklich so, also es gibt nichts, man lernt doch eh immer voneinander eben und man kann es entweder beides zusammen lernen, der eine kann es dem anderen so ein bisschen zeigen mäßig oder die ihm oder sie ihr oder er ihm, wie auch immer, oder beide haben schon krassen Skills, ist scheißegal, Digga, Hauptsache das ist halt die richtige Person und mit der richtigen Person ist es in jedem Fall cool. Erlebt. Ey, ganz kurz, Bro, ich weiß nicht, ob du eine Freundin suchst oder eine Tochter. Und hier steigt Herr Wert auch direkt wieder mit ein, weil wie bei den Takes am Anfang droppt der sowas hier. Je höher der Bodycount, umso mehr Probleme wird die Frau mitbringen. Das ist Fakt. Aber ey, ganz kurz, auch eigentlich voll nett, dass er mich so... Warte, was? Moment mal, mein Gehirn hatte gerade einen Aussetzer. Und hier steigt Herr Wert auch direkt wieder mit ein, weil wie bei den Takes am Anfang droppt der... sowas hier. Je höher der Bodycount,
umso mehr Probleme wird die Frau mitbringen. Da hätte ich gerne so eine Tabelle, Mensch mit Wert. Falls du das hier siehst, kannst du mir so eine Tabelle geben, ungefähr. Ich weiß, man kann es nicht so gut sagen, aber ungefähr einfach, damit ich weiß, wie es läuft. Von welchem Bodycount bis welchem Bodycount sprechen wir ungefähr, dass sie halt eine gute Partie ist? Von welchem bis welchem sprechen wir, dass es halt so, naja, such dir lieber eine andere, aber würde wahrscheinlich eventuell vielleicht noch gehen? Und bei welchem sprechen wir wirklich von einem, ab jetzt geht gar nichts mehr, du solltest dich ganz strikt von dieser Person fernhalten? Das wären halt wirklich mal wichtige Zahlen für mich. Das ist ein Fakt. Aber ey. Wie hoch ist dein Bodycount? Ihr könnt ja mal raten. Ganz kurz, auch eigentlich voll nett, dass er mich so vor schlechten Frauen warnt. Und auch noch vor anderen Frauen. Das ist wie beim Schlüssel-Schloss-Vergleich, ich glaube schon. Die selbst bestimmt leben. Oder vielleicht sogar Feministen sind. 2000. Da sollte man doch die Finger von lassen. Habt ihr wirklich, dass es Männer gibt? 2000 ist es. Die so Boss-Babes attraktiv finden und anziehen? Nein. Boss-Babes ist erst ein bisschen cringe vom Ding her. Ja, okay. Dann nicht. Ich finde es richtig gut, dass er wieder für mich spricht. Ich sag mein Bodycount, wenn wir 5000 Twitch-Follower haben. Aber auch selbstbestimmte Frauen wie Nura oder Juju, die, wie ich finde, ein gutes Vorbild sind für so echten Feminismus, sind natürlich verlorene Seelen. Boah, wisst ihr, wen ich da in diesem Talk sehen würde? So eine Juju oder Nura von ehemalig Sixten. Boah. Ja, auch so verlorene Seelen, die würden auch... Ich hab übrigens Nura letztens... Verlorene Seelen. ...gefragt, was sie davon hält. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie ganz tolle Bindungsängste und Trennungsängste haben. Deswegen können sie auch nur One-Night-Stands haben. Und der kleine Boy sucht dann bei den ganzen Frauen, der nutzt die dann aus und bumst die dann und hat am Ende aber nichts davon, weil eigentlich will er die Liebe von Mami haben. Aber Mami liebt ihn nicht. Kann das sein? Kein Bock mehr hier. Hund mit Wert checkt übrigens dazu nicht mal die einfachsten Vorlieben von Menschen. Also ich habe letztens mal in einem Stream erzählt, dass ich es nice fänden würde, wenn meine Partnerin viel Geld verdienen würde oder sogar auch mehr Geld verdienen würde als ich. Aber hä, ist doch übernice. Also sagen wir mal kurz mal so, eine Partnerschaft ist ja auch eine Sicherheit. Und wenn meine Freundin mir Sicherheit gibt, indem sie finanziell auch unabhängig vielleicht ist, ist doch übergeil. Und er antwortet dann das darauf. Nein, ist nicht übergeil, wenn sie dir Sicherheit gibt. Sie soll von dir abhängig sein, ja, damit sie alles macht, was du ihr befiehlst. Soll dir keine Sicherheit geben. Okay, aber ja, ich würde ja auch gar keine Freundin bekommen. Bruder, wenn die Frau nicht arbeiten geht, Red Flag, ja, 100%. 100%. Also wenn meine Frau irgendwann nicht arbeiten geht, einfach so, aus Joke, ciao. Wenn sie irgendwie krank ist oder verletzt oder... Kinder bekommen, das ist natürlich was anderes. Aber wenn sie einfach so sagt, nee, du verdienst ja genug, ich arbeite jetzt nicht, denke, dann bin ich aber über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ganz schnell. Wenn sie eigenständig Geld verdient, weil, wie wir alle wissen, Frauen kommen nur mit einem zusammen wegen des Geldes. Kein Scheiß hat er wirklich gesagt. Wer will denn auch schon mit einer Frau zusammen sein, die nicht nur wegen dem Geld mit dir zusammen ist? Okay, wegen was soll sie denn sonst mit dir zusammen sein? Hä? Und deswegen ist es halt problematisch. Hä? Wenn eine Frau mehr verdient als du, weil hat sie ja überhaupt keinen Grund mehr, mit dir zusammenzukommen. Mein Versorger, mein Großmeister, dann brauche ich dich ja gar nicht mehr. Als ich bei so übrigens mal meinte, dass ich natürlich auch schon mal mit einer Frau zusammen war, die nicht viel Geld hatte, habe ich mir natürlich direkt cringe widersprochen. Also eine Menge meiner Ex-Freundinnen haben auch kein Geld verdient und trotzdem... Was? Eine Menge deiner Ex-Freundinnen haben kein Geld verdient? Und 2 Minuten vorher sagst du doch, du findest es geil, dass Frauen Geld machen. Du willst gern so eine Frau haben. Wieso bist du jetzt mit Frauen oder warst mit Frauen zusammen, die quasi am Ende kein Geld gemacht haben? Wie passt das zusammen? Ich dachte, Boss-Babes und was dir alles... Chat, was denkt ihr, warum ich hier auf Instagram, auf Twitch bin, ja, damit ich viel Geld verdiene, damit ich Frauen durchfüttern kann und halt jede Frau mich haben will, weil ich halt erfolgreich und reich bin. Das ist mein Plan. Das sind super attraktive Frauen für dich. Du hast selber dich so oft widersprochen, dass du mir zugestimmt hast am Ende. Okay. Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stehe auf rothaarige Frauen, komme dann vielleicht sogar mit einer rothaarigen zusammen und dann switcht die ihre Haarfarbe, mache ich dann Schluss? Nö. Oder eine Frau, die Richie Rich ist und vielleicht dann in das nächste Wirecard investiert und danach Brokey Mokey ist, mache ich dann Schluss mit ihr? Ja. Nö.
Weil genau. Das sind halt eben nur oberflächliche Faktoren. Und keine Ahnung, der Typ, der ist Mitte 40 oder so. Und ich. Also ich finde zum Beispiel Frauen mit einem Grind-Level geil. Also wenn Frauen sagen, ich habe Ziele im Leben, ich will was machen, ich habe Bock durchzuziehen, ich will, keine Ahnung, ich studiere was Cooles, was ich dann später arbeiten kann, ich will mein eigenes Unternehmen gründen, oder wenn die sagen, ich will das durchziehen, ich will mit Kunst durchziehen, ich will meine Musikkarriere, Schauspielkarriere, keine Ahnung was durchziehen, das feiere ich. Das ist so cool. Oder wenn die irgendwelche krassen Hobbys haben, Sport oder so, denen die nachgehen, sowas ist so cool. Das ist zum Beispiel viel wichtiger als so Äußerlichkeiten, die TJ da gerade aufgezählt haben. Ich kann nicht. Und Frauen mit Spacebuns und Freckles, genauso nämlich. Aber dieser Durchzieh-Drive, den ich gerade genannt habe, der ist natürlich komplett egal, wenn sie Spacebuns, Muschelketten und Sommersprossen haben. Checken, wie man nicht checkt, dass es ja wohl um mehr als so Kleinigkeiten geht. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Ich könnte übrigens, by the way, auf so viel mehr Punkte noch eingehen. Gehen wir später im Video auch noch. Aber lass mal ganz kurz zum Inscope-Part drüber wechseln, weil was er da labert, ist auch wieder. Es ist so dreist und frech und dumm gleichzeitig. Also Hund mit Wert macht eine Reaction auf. Salami macht Schluss, wenn sie nicht aus dem Schlaf mit Spacebuns aufwacht. Oder vor mir sich extra noch einen Wecker vor mir stellt, um sich dann Spacebuns zu machen, um sich dann wieder schlafen zu stellen, damit ich dann, wenn ich aufstehe, sie direkt mit Spacebuns sehe. Das ist auch in Ordnung. Nico, wo er so ein bisschen erzählt, so ey, dass er ein bisschen down vom Tag ist, ein bisschen gestresst, ein bisschen angespannt. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Aber an so Tagen wie heute, wo ich einfach runterkommen will und mich entspannen will, merke ich immer wieder, wie gefickt ich eigentlich bin. Vor allem, weil es ist ja auch nicht so, als wäre jetzt alles so, es läuft alles so besser, es ja. Gut und es läuft alles perfekt. Ey, es laufen so viele Sachen scheiße. Dann bin ich dann so. Da wirst du aber auch vom Bäcker geweckt, der soll sich Kopfhörer anziehen oder so. In Tagen gehört er einfach abgefuckt. Dann lasse ich teilweise meine Abgefucktheit auch an Alexa raus. So, obwohl ich es gar nicht will, aber so ist man dann halt als Mensch. Und dann reden wir aber darüber und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Und scheinbar redet Nico dann mit seiner Freundin darüber, was ihn so beschäftigt. Und all in all hört sich das einfach nach einem sehr guten, gesunden Verhalten an. Ist ja auch was Schönes, sich beim Partner fallen lassen zu können. Und ja auch was Schönes für den Partner, weil dann merkt man so, ey, mein Gegenüber vertraut mir. Ja, und was macht der Kollege jetzt daraus? Er hat ja vorhin gesagt, es gibt Tage, da geht es mir einfach schlecht. Ne? Oder ne? Und dann werde ich depri, dies, das, tralala. Und dann gehe ich zu meiner Freundin und belaste sie damit. Das bedeutet, tick, tack, tick, tack, Nico, tick, tack. Jemand hat an der Uhr gedreht. Und jetzt macht es tick, tack, tick, tack. Digga, was Skurros? Was hat Shoyoko oder Freirum Reh nochmal gesagt? Irgendwas mit einer Drohung, Bombendrohung oder so? Es ist eine Bombendrohung. Tick, tack. Schauen wir mal, wie lange sie noch mit ihm zusammen sein wird. Was? Ne, sie ist die, die ihn aufbauen muss. Sie ist die, die seine Probleme lösen muss. Und das will eine Frau nicht sein. Ich finde übrigens sehr gut, dass er wieder für andere spricht, dass er Alexa jetzt sagt, was sie zu mögen hat und was nicht. Weil alle Frauen sind ja gleich und... Also mit anderen Worten, liebe Männer, versteckt bitte eure Gefühle. Zeigt eure Gefühle nicht, sondern kommt selber damit aus. Ganz klar. Finde ich stark. Je weiter er natürlich alle... Ich bin auch immer der Meinung, wer als Mann weint, ist für mich kein Mann. ...anderen Punkte hat, wo sie immer noch sagt, das hält mich noch... In der Beziehung gar nicht reden, Cremi, genau, in der Beziehung nicht reden, sondern nur miteinander schlafen. Ist ja auch der einzige Sinn in der Beziehung, klar. Am Ball, wie zum Beispiel sein Status, sein Geld, Aussehen und natürlich auch Game. Solange das noch auf einem guten Level ist, natürlich wird es nicht von heute auf morgen passieren. Selbstverständlich. Das dauert immer ein bisschen seine Zeit. Auch wieder geil zu unterstellen, dass Alexa mit Nico nicht zusammen ist, weil er vielleicht funny ist, einen guten Charakter hat, die Weltansichten sich irgendwie matchen oder einfach mag, wie er so drauf ist. Nee. Sie ist mit ihm zusammen, weil er Geld, Aussehen und Status hat. Richtig. Ja. Und Freunde, versteht mich nicht falsch. Es gibt solche, aber nicht jede. Geld, Aussehen, Status, Game, was auch immer, kann natürlich in die Attraktivität vom Partner mit reinspielen. Nicht nur kann, die spielen natürlich ultra damit rein, ist ja logisch. Aber es gibt ja auch genügend Paare, wie zum Beispiel Illy Geller und Melina oder Trimax und seine Freundin, die waren halt zum Beispiel auch schon zusammen, bevor die so extrem berühmt und reich geworden sind, ne? Safe. Und auch wenn man
zusammenkommt, während ein Part schon reich und berühmt ist, heißt es nicht, dass das der ausschlaggebende Grund ist. Aber das sollte, glaube ich, im Best Case nicht das ausmachen, warum man mit einem Partner zusammen ist. Aber für Nico ist eh bald alles vorbei, weil Alexa ist ja eh bald weg. Dass, wenn es weiter so geht, sie das nicht lange mitmachen wird. Sei doch endlich mal ein Mann. Überwinde doch mal deine Probleme. Selbstverständlich wird sie das nicht sagen. Das wird sie vielleicht ihren Freundinnen erzählen. Ne? Oder ihren Affären. Bro, wo kommen jetzt ihre Affären? Was ist das krank, Alter. Die Uhr, die tickt schon. Die Bombe, die Zeitbombe tickt schon rückwärts. Tick, tack, tick, tack. Ey, so ein Verhalten ist so unnormal toxisch für die Frau und auch für den Mann. Weil, was ist die Alternative? Alles in sich reinzufressen? Ja. Nicht über Gefühle und nicht über Downs zu reden? Nein. Ist unmännlich. Ich denke nicht. Und dazu, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der so krampfhaft versucht, allen möglichen Leuten einzureden, wie sie zu leben haben. Die in die Beziehung reinreden will, dass du nicht Alpha genug... Er denkt halt, ist das halt immer die Frage, sagen die das nur, um halt irgendwie Reichweite und so zu bekommen und davon halt Geld zu machen, oder denken die wirklich dran? Bei ihm habe ich so das Gefühl, dass er wirklich daran glaubt, dass das stimmt, was er da sagt. Ich habe ein Video zu... Ah, sorry. Und er denkt wirklich, dass das jetzt der Way to go ist. Aber, naja. Du bist und dich deswegen deine Freundin bald verlassen wird, wie bei diesem Typen. Dazu, falls sich jemand fragt, wie er sein Geld verdient, er verkauft natürlich Coaching. Buche hier dein Erstgespräch, Infos zum Coaching, Kundenfeedback. Coachings, wie das anders sein können. Aber im Gegensatz zu anderen Alphas habe ich bei ihm noch viel mehr dieses Frauen sind scheiße und die Welt ist für uns Männer ja so ungerecht Vibes. Vor allem... Ah, weiß ich nicht, also ich kenne da einen Mann, bei dem kommt das noch, also bei dem kommt das richtig rüber. Ich glaube, TJ kennt den Mann nicht, so wie wir ihn kennen, sonst hätte er die Aussage wahrscheinlich nicht so ganz so doll getroffen. Wenn man sich nochmal so Grüße an Maxi. Takes reinzieht, wo er andauernd darüber redet, dass Frauen für ihren, was auch immer für alles, gar nichts machen müssen, sondern es einfach hinterhergeworfen bekommen, natürlich. Und du bekommst nichts einfach so, wie jede Frau. Ah, jede Frau bekommt einfach alles einfach hinterhergeworfen. Ja, tun sie doch. Frauen kommen schon so auf die Welt. Frauen müssen nicht wirklich dafür arbeiten. Und wenn sie einigermaßen gut aussieht, muss sie gar nichts machen. Und ja klar, Frauen müssen immer einen starken Mann wollen. Und wenn sie vielleicht mal souverän, eigenständig, alleine, wie auch immer, leben wollen, sind es verlorene Seelen wie Juju Sixten oder auch Julia Butix und werden niemals eine langfristige Beziehung schaffen, natürlich. Und Freunde, wirklich. Das, was wir gerade gesehen haben, ist sowas von Neandertaler-Denken. Und nehmt euch bitte kein Beispiel daran und fallt bitte auch nicht auf solche Leute rein. Ja, Mann. Weil natürlich gibt es Dinge, die man auch von Coaches lernen kann. Alles in Richtung, wie du selbstbewusster werden kannst, sowas ist natürlich eine gute Sache. Oder wie du dich gesund ernährst, wenn dir jemand predigt, du sollst 8 Stunden Schlaf am Tag haben oder sowas. Und das sind natürlich alles gute Tipps, so, ne? Aber die Aussagen, die wir gerade gesehen haben, die sind's nicht. Ganz kurz noch für eine kleine Belustigung am Ende. Ich frage mich halt, ob TJ wirklich die 5 Stunden durchgeschaut hat, das würde mich mal wirklich interessieren. Also das wäre ja wirklich, also da würde mir von Herzen leid tun. Nami, herzlich willkommen im Stream. Am Ende seines Streams so ein Einspiel eingespielt, wo er mich von hinten erschießt. Einmal Block. Und das Schöne ist, ich muss gar nicht darauf antworten, weil das hat Frank Hemm schon What the fuck? Für mich gemacht, und zwar 2015. Da will er sein Ego pushen, indem er den Typ von hinten killt. Ohne Anspruch an sich selbst, du toller Hecht, doch leider war's der Falsche, ich leb noch. Ey, ich hoffe, wir hatten... Alter, ist es ernst? Frank Hemm versus Mensch sucht Liebe. Okay, der Typ, der aus dem Nichts kam und mit... Keine Ahnung. Ich doch. Leider war's der Falsche, ich leb noch. Ey, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. War natürlich ein kleiner Fiebertraum. Ich glaube nicht, dass es der war. Nächstes Video wird wieder über Seven Goes Wild gehen. Wir bauen ja unsere eigene Storyline so ein bisschen auf. Das Ding abonniert gerne rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und falls der Typ auf mich antwortet, abonniert auch dafür gerne rein, falls ihr nicht verpassen wollt, wie ich dann auf seine Matilda, Reaction viel Erfolg. Dazu noch frohe Weihnachten. Sehr gut, dass du es machst. Sehr und Hashtag Liebe und so, ne? Ey, coole Reaction, sorry, schon. Cooles Video, TJ, habe ich sehr gefeiert. Sehr nices Video.
hat Spaß gemacht zuschauen. Freunde, immer Kommentare schreiben. No joke, ich ziehe YouTube wirklich fast nur durch wegen den Kommentaren. Ich liebe es, Kommentare zu bekommen, positive Kommentare. Also seid nicht zu faul und schreibt gerne mal einen Kommentar an irgendwelche Leute, falls ihr ein Video gefeiert habt. Das ist immer cool.